Hallo liebe Leute und einen wunderschönen guten Tag hier zu einem weiteren Video auf unserem Case King Kanal. Heute geht es ums Thema Wasserkühlung bzw. Hardtubes biegen. Um einen entsprechenden Wasserkühlungskreislauf aufzubauen, brauchst du selbstverständlich natürlich die passenden Komponenten bzw. die Materialien. Auf deiner Liste sollten hier sogenannte PETG oder auch Acryltubes stehen. Lieber etwas mehr als nötig, denn gerade wenn du dich das erste Mal an den Hardtubes versuchst. Außerdem brauchst du zu den Tubes, die du kaufst, natürlich auch die passenden Fittinge. Wir haben hier Tubes in 16 mm Außendurchmesser, es gibt aber auch welche in 14 mm oder auch 12 und dementsprechend brauchst du hier auch die Hardtube-Fittings. Das ist jetzt hier zum Beispiel einer mit 16 mm Durchmesser, passend eben zu der 16 mm Tube und da einfach darauf achten, dass ihr da den richtigen Außendurchmesser kauft. Nun kommen wir zu den Vorbereitungen, bevor wir hier die erste Hardtube biegen. Und zwar sorgt dafür, dass ihr einen stabilen Untergrund habt, am besten eine Tischplatte, die nicht wackelt. Stellt euch eine kleine Schüssel mit Wasser an die Seite. Da könnt ihr auch gerne einen kleinen Tropfen Spüle mit reinmachen. Der sorgt dann einfach dafür, dass die Silikonwurst später in die Tube etwas besser hineinzuführen ist. Ja, außerdem der Heißluftföhn sollte auch auf der Arbeitsfläche stabil stehen. Also er sollte nicht irgendwie kippen oder umfallen können. Achtet auch auf das Stromkabel, dass ihr da nicht hängen bleibt. Und tu mir bitte den Gefallen, wenn du mit dem Heißluftföhn arbeitest, halte niemals dein Gesicht oder andere Körperteile über die heiße Quelle, um dich nicht zu verbrennen. Und apropos nicht zu verbrennen, was ich Anfängern auch empfehlen kann, sind Baumwollhandschuhe. Diese dienen einfach dazu, dass man sich an den heißen Tubes, also die können wirklich sehr gut heiß werden, sich nicht die Finger verbrennt. Also besorgt euch sowas, wenn ihr das zum ersten Mal macht. Im ersten Schritt schnappst du dir hier deine Silikonschnur, die schon leicht angefeuchtet ist vom Wasser, und führst die halt einmal hier in die Tube hinein. Sollte eigentlich ganz, ganz leicht reingehen, wenn die Tube Toleranzen hat oder beziehungsweise auch die Silikonwurst Toleranzen hat, wirst du das sofort merken. Es wird dann eher sehr, sehr schwergängig oder die Silikonwurst wird auch ein bisschen Spiel haben. In dem Fall hier passt das perfekt und dann schieben wir sie rein. Lassen sie natürlich am Ende noch ein Stück rausgucken, damit wir sie, wenn wir die Tube gebogen haben, auch wieder ganz leicht rausziehen können. Nebenbei heizt jetzt hier unser Heißluftföhn auf. Den kannst du natürlich bei dir auch schon mal warm laufen lassen, während du deine Arbeitsfläche vorbereitest. Und zwar habe ich jetzt hier einmal diese Schablone schon hingelegt, wo wir gleich die Tube dran biegen werden. Du wirst ja deine eigene Schablone oder Vorrichtung später für haben. Und bewaffnen uns hier mit den Baumwollhandschuhen, damit ich mir die Finger nicht verbrenne. Und legen dann auch direkt los und ich erkläre euch jetzt im nächsten Schritt, wie ihr die Tube ganz genau erwärmt. Du hast jetzt deine Tube und zwar habe ich jetzt hier einen markierten Bereich erstellt. Das ist dieser Bereich, wo die Biegung später stattfinden soll. Und in diesem Bereich plus minus 1-2 cm über den Bereich hinweg erhitzen wir jetzt die Tube langsam und gleichmäßig, indem wir sie über die Hitzequelle halten. Ungefähr in einem Bereich von 5 bis 10 cm, schön mittig, und bewegen sie dabei langsam von links nach rechts und drehen sie auch. Nach einer gewissen Zeit wird die Tube natürlich biegsam. Das ist jetzt genau dieser Punkt, den wir erreicht haben. Und das ist für dich das Startzeichen, sie zu nehmen und dann an der Schablone zu biegen. Legt hier eure Tube am besten an der Längskante eurer Schablone an, mit der Markierung dort, wo die Biegung anfangen soll, und zieht die Tube langsam rum. Und hier arbeitet ihr nicht mit Druck oder mit Zugkraft, sondern ihr legt sie sozusagen einfach nur in die Schablone rein, guckt, dass ihr sie fixiert und haltet sie für einen Moment fest. Ich habe jetzt hier so eine 180 Grad Schablone. Ich könnte sie theoretisch, wenn ich sie genug erwärme, einmal komplett rumlegen. Wir wollen jetzt aber hier nur einen einfachen 90 Grad Winkel machen. Während ihr die gebogene Tube festhaltet, macht ab und zu mal so einen kleinen Check, wie die Biegung aussieht. Und wenn ihr feststellt, dass sie nicht ganz im 90 Grad Winkel ist, ist das gar kein Problem. Ihr könnt sie dann nämlich
am Heißluftföhn nochmal kurz erwärmen und somit eure Biegung noch einmal korrigieren. Sobald eure Tube natürlich hier kühler geworden ist, behält sie ihre Form und ihr könnt dann nochmal gegenchecken, ob das passt mit dem 90-Grad-Winkel. Ihr seht es jetzt, wir haben jetzt hier die Markierung. Dort beginnt circa der Radius und endet auch da bei der zweiten Markierung. Also das wäre eine ziemlich gute Biegung. Hier in dem Fall könnt ihr sie jetzt, wenn ihr wollt, das PETG-Material einmal noch kurz im Wasser ein bisschen abkühlen. Und dann ist sie auch wieder mit ohne Handschuhen anfassbar. Solltest du beim Erhitzen feststellen, dass deine Tube Wulste schlägt oder auch Blasen wirft, was bei Acryltubes oft der Fall ist, dann ist das ein Indikator für dich, dass deine Heißluftquelle zu heiß eingestellt ist, also zu hoch eingestellt ist. Dann musst du etwas mit der Temperatur niedriger gehen. Außerdem, wenn du die Tube erwärmst, achte darauf, wirklich gleichmäßig alle Seiten zu erwärmen, weil ansonsten gleich das passiert, was ich euch zeigen werde. Ja. Dies hier ist das beste Beispiel dafür, wie die Tube am Ende nicht aussehen sollte. Das bedeutet für euch, ihr habt nicht gleichmäßig ringsherum erhitzt. Und ja, beim Biegen entsteht dann halt eben hier so ein Wulst oder auch so ein Knick. Bei Acryltubes kann es auch passieren, dass die an der Stelle schon so ein bisschen rissig werden oder auch Blasen schlagen. Also, wenn eure Tube so aussieht, dann macht sie bitte nochmal neu, weil das könnte später gefährlich werden. Du bist jetzt hier am Ende angekommen, um deine Tube abzulängen. Bedenke aber beim Ausmessen, dass du einen Fitting hast, der nochmal in die Tiefe geht. Das heißt, du solltest einmal da kurz ausmessen. Wir haben jetzt hier 10 mm in der Tiefe. Die addierst du dann einfach dazu und dann sollte es am Ende von der Länge her passen. Für den ersten Schnitt schnappe ich mir hier die Schere, damit du das mal gesehen hast, wie das mit der funktioniert. Ja, hier einfach die Schere ansetzen und mit der Klinge auf deine gezeichnete Linie gehen und dann einmal mit Kraft durchpressen. Im nächsten Schritt schnappe ich mir den Entgrater, denn die Schnittkante der Tube muss hier auf jeden Fall entgratet werden, denn die kann sonst euren O-Ring im Fitting beschädigen und das heißt dann am Ende, dein System ist undicht. Nach dem Entgraten sollte die Schnittkante ungefähr so aussehen. Hier habe ich jetzt noch eine vorgebogene Acryltube. Die schneiden wir jetzt mit dem Rohrschneider, denn das funktioniert ja hier mit der Schere nicht. Und dazu lege ich die einfach hier rein. Man hat hier so eine Spannvorrichtung mit einer Klinge. Und diese dient hier, um die Tube zu schneiden. Das heißt, wir spannen das ein mit einem leichten Druck, nicht zu viel, und fahren dann mit Gefühl ein paar Runden hier im Kreis. So, da kam schon ein kleines Geräusch, Knack, und jetzt sind wir durch. Genau, zack. Da sind wir jetzt einmal komplett durch und wie ich das am Anfang auch schon gesagt hatte, wir haben jetzt hier den Vorteil, dass die Schnittkante nicht scharf ist und wir haben eine leichte Entgratung drin. Ja, das waren unsere bzw. auch deine ersten Schritte im Bereich Hardtubes biegen. Denk einfach daran, dass es beim ersten Mal wahrscheinlich nicht perfekt laufen wird. Deine Tube wird eventuell ein paar Wulste oder Knicke haben, aber lass dir einfach Zeit, probier dich am Material, finde heraus, wie sich alles verhält, denn Hardtubes biegen ist eine gewisse Kunst, ein gewisses Handwerk. Es gibt Leute, die machen das hochprofessionell mit mathematischen Formeln und es gibt auch so Leute wie ich, die machen es einfach ein bisschen Freestyle. Und wenn du jetzt auch schon deine ersten Schritte hinter dir hast oder auch deine erste Wasserkühlung schon gebaut hast, dann kannst du es gerne einmal unten in die Kommentare reinschreiben und uns wissen lassen, wie deine Erfahrungen waren. Und bis dahin sage ich tschüss, vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, einmal ein Abo dazulassen und natürlich die Glocke aktivieren. Nicht vergessen, denn wir sehen uns bald hier im nächsten Video. Euer Tom, ciao, bis zum nächsten Mal.